Hallo liebe Freunde der Wahrheit, Freunde der Freiheit, willkommen zu meinem heutigen Gute-Abend-Video. Diesmal aus einem Hotel in Münster, aber das macht nichts, das tut nichts zur Sache. Ich habe etwas gelesen, was ich doch teilen möchte. Nun, heute habe ich einen T-Online-Artikel gelesen. Ich schalte mal die Kamera um. Ich weiß, T-Online sollte man nicht unbedingt lesen, aber die Schlagzeile hat mir dann doch so dermaßen gefallen. AAD-Chef Tino Chrupalla will Beamte umschulen lassen, steht da. Nun, gegen eine Umschulung spricht ja eigentlich an und für sich nichts, kann durchaus Positives bewirken. Auch ich zum Beispiel habe mich einmal umschulen lassen vom Kfz-Mechaniker, was mein Erstberuf war, dann eben zum Fachinformatiker. War durchaus positiv für mich. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen in diesem Artikel. Und zwar, Tino Chrupalla war allen anscheinend nach beim Markus Lanz in der Show und die haben sich, wie es da nun mal so üblich ist, unterhalten. Und im ersten Kapitel ging es dann gleich mal um den EU-Austritt. Tino Chrupalla hat in der Vergangenheit mal in Erwägung gezogen, die Option EU-Austritt durchaus mal offen zu halten und zu erwägen. Wogegen natürlich viel Geschrei angestimmt wurde, unter anderem nun auch von Markus Lanz. So, jetzt scroll ich mal noch etwas weiter runter. Also der Chrupalla sagt eben, wir sind Nettozahler in der ganzen Brüsseler Finanzgeschichte. Und das bringt ja uns nun nicht allzu viel. Und dann erwidert Lanz, also Lanz warf Chrupalla zudem vor, zu unterschlagen, was Deutschland im Gegenzug an Subventionen aus Brüssel erhalte. Also im Gegenzug zu unseren Zahlungen an Brüssel erhalten wir Subventionen aus Brüssel. Haben Sie eine Idee, wie viel deutscher Wohlstand verloren ginge, wenn wir aus der EU aussteigen würden? Fragt Lanz Chrupalla. Nun denn, wie verhält sich das? Also meines Wissens ist Deutschland in der EU Nettozahler. Mit Netto und Brutto, den Unterschied kennt, glaube ich, doch so ziemlich jeder. Sollte doch eigentlich. Also Netto ist dann das, was am Ende übrig bleibt, wenn ich alle Eingaben, Ausgaben miteinander aufaddiere, dann was übrig bleibt, ist eben netto. Dann schauen wir doch mal in Statista nach, wie sich das hier so verhält mit den Nettozahler und Empfängern in der EU. Und was sehen wir? Ganz oben, jawohl, mit 12,4 Milliarden Euro ist Polen Nettoempfänger gewesen, und zwar im Jahr 2022. Hat bestimmt der eine oder andere schon gesehen, woran das liegt, ist jetzt egal, Schwamm drüber, darum soll es nicht gehen. Wo ist Deutschland? Bestimmt auch gleich da irgendwo. Wir profitieren ja laut Land so sehr von den EU-Subventionen, da muss doch Deutschland gleich irgendwo unter Polen sein. Ich sehe es noch nicht. Moment, ich scroll mal etwas runter. Und da wird schon immer kleiner, der Empfängerbalken immer kleiner. Es geht ins Negative. Deutschland ist auch noch nicht da. Da sind es nämlich die ganzen Nettozahler, die kommen. Und ganz unten ist Deutschland als größter Nettozahler. Mit 16,67 Milliarden ist Deutschland im Jahr 2022 in der EU Nettozahler gewesen. So, lieber Markus Lanz, wenn wir jetzt diese 16,7 Milliarden Euro, die wir ja Nettozahler sind, gleich bei uns selbst subventionieren, ich glaube, da hätten wir doch mehr, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es unten in die Kommentare. Bis bald. Ciao. Und wie immer nicht vergessen, teilen, liken, kommentieren und allen sagen, hier gibt es was zum Abonnieren. Bis bald. Ciao.